Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ja, zuletzt bin ich tatsächlich gefahren zur Filmbörse nach Unna. Die wollte ich ja auch schon länger mal besuchen, nachdem ich zuletzt auf der Filmbörse in Münster gewesen bin. Hat es diesmal die Börse in Unna getroffen. Von der Entfernung her ist es für mich ungefähr die gleiche Entfernung, als wenn ich nach Neuss fahren würde. Ich glaube, Unna sind irgendwie so 10 Kilometer mehr, ist also nicht wirklich der Rede wert. Auf jeden Fall bin ich da gewesen. Die Börse in Unna ist ja, ist ein anderer Veranstalter als bei der Börse in Neuss oder in Münster. Die Börse in Unna ist auch übersichtlich, aber nett. Nett. Also ich finde die Location sehr nett. Die ist so halb geteilt auf zwei Halbetagen irgendwie so. Aber jetzt auch nicht so riesengroß. Waren tatsächlich auch ein paar Händler da, die ich noch nicht kannte. So wühlkistenmäßig war es recht interessant. Zumindest erstmal von der Menge her, was ich dann da rausgeschleppt habe. Naja, ist auch recht überschaubar. Ansonsten hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich glaube, Eintritt habe ich bezahlt 6 Euro, meine ich. Genau, 6 Euro Eintritt für die Börse. Nett. Gibt es also keinen Grund zur Klage. Ja, auch da findet man eigentlich alles. Von Merch, Laserdisc waren da, Hardboxen und das übliche Zeug, Mediabooks etc. pp. Aber halt nicht in dem Umfang, wie man es in Neuss vorfindet. Ja, trotzdem habe ich mich da durchgekrost, durchgewühlt. Hat ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen als zuletzt in Münster. Münster war ich ja relativ zügig fertig mit der ganzen Sache. In Unna hat es doch ein bisschen länger gedauert, weil da eben ein, zwei Leutchen waren mit großen Krabbelkisten, die ich mir dann vornehmen konnte. Ich habe dann da ein paar Filme auch gefunden, glücklicherweise. Ja, das war ja Sinn und Zweck der ganzen Geschichte eigentlich. Einen neuen Titel habe ich mir da mitgenommen. Und zwar konnte ich nicht widerstehen, weil die Frau sagte auch, nee, komm hier, das interessiert mich, das würde ich mir gerne angucken. Der erste war interessant, witzig, unterhaltsam und zwar Becky 2. Was haben sie hier in Deutschland? She's back. Ja, okay. Ja, viele stoßen sich am ersten Teil ja an diesem Kevin James, an dieser total untypischen Rolle, die er da spielt. Mir hat der erste Spaß gemacht. Ich fand mich von dem ersten gut unterhalten und das schafft eigentlich auch der zweite. Im zweiten Teil haben wir hier quasi als bösen Gegenspieler Sean William Scott und noch so ein paar andere Leutchen. Insgesamt fällt Becky aber gegenüber dem ersten Teil doch schon ein bisschen zurück. Ja, das ist immer der Punkt, glaube ich, wenn du im ersten Teil diesen Überraschungseffekt hast von den Charakteren her, von der Handlung, vom Ablauf und alles, das man kennt halt. Man kennt Becky und sowas, ja, man weiß, worauf man sich einlässt eigentlich, wie die Geschichte ablaufen soll. Es gibt so ein paar Momente in dem Film, wo ich dachte, na, dann hätte man sich auch sparen können, aber das hast du ja oft in irgendwelchen Filmen. Aber alles in allem hat er ganz gut unterhalten. Aber der erste hat das irgendwie besser hingekriegt, fand ich. Ja, und dieses FSK 18 und Uncut, ja, ist ein bisschen Blut drin. Hätte man anders machen können. Wie so oft sagt man das ja. Aber alles in allem ist okay. Ja, doch kann man durchgehen lassen. Ja, würde ich sagen. Schöne Zeit. Es ist noch nicht vorbei. Dann haben wir hier eigentlich, das sind alles ältere Sachen, also nichts Neues mehr dabei. Genau. Und, ja, genau. Und dann habe ich hier noch was gefunden. Ach, richtig. Ich hatte nämlich vor längerem, ich sage es jetzt nicht, bin mir nur zu 90% sicher, von wem ich den Film bekommen habe. Auf jeden Fall hatte ich hier schon länger liegen Orphan First Kill. Haben sie alle geschrien, guck dir den auf gar keinen Fall an, bevor du den ersten Teil nicht gesehen hast. Da ich den ersten Teil nicht gesehen hatte, ja, habe ich den halt so lange bei mir stehen lassen. Und tatsächlich jetzt auf der Börse habe ich den ersten Teil gefunden. Ich wusste gar nicht, dass der erste schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Auf jeden Fall haben wir das dann gemacht. Wir haben dann erst den, logischerweise, ersten Teil. Danke für den Tipp. Ja, das wäre absolut sinnfrei gewesen, sich erst den zweiten anzugucken. Auf jeden Fall haben wir erst den hier geguckt. Reserviertes, sensibles kleines Mädchen. Sie braucht nur Verständnis und Geduld. Echt cool, hat uns gut unterhalten. Orphan, das Waisenkind, der ist, oh ja, der ist nett, ja. Und den hinterher dachte ich, ja, was wollen sie da jetzt machen? Aber die Geschichte, die hat doch, die dreht sich dann teilweise so. Das haben sie gut hingekriegt, finde ich.
Doch, also damit hätte ich nicht gerechnet. Haben sie gut gelöst. Ja, um auch den zweiten Teil immer noch interessant zu machen. Also Orphan, das Waisenkind und Orphan First Kill, kann ich tatsächlich empfehlen. Die haben beide gut unterhalten. Worum geht's in dem Film? Schau dich den Trailer an. Um ein Waisenkind. Ja, hinterher rede ich mich um Kopf und Kragen und da glaube ich viel drüber zu erzählen ist, glaube ich, gar nicht so einfach, sonst verrätst du zu viel. Aber gut. So, das nächste habe ich hier mitgenommen. Hier haben wir Charlie Hunnam. Ach, das sind manchmal so komische Namen. Tom Holland in einer kleinen Nebenrolle. Und Robert Pattinson spielt noch mit. Die Versunkene, die Verlorene. Was denn nun? Die versunkene Stadt Z. Dachte erst, das wäre so ein leicht angehauchter, abenteuermäßiger Urwaldfilm oder so. Tatsächlich nicht. Eigentlich schon, aber jetzt nicht so, wie man denkt. Vielleicht Indiana Jones-mäßig, auf gar keinen Fall. Tatsächlich ist es, habe ich auch hinterher erst erfahren, ja, beruht auf einer wahren Geschichte. Ist also tatsächlich so passiert. Ist also ein recht ruhiger Film. Sagen wir mal, wie soll man sagen, über die Vermessung des Amazonas oder so. Ja, irgendwie so. Ist also relativ ruhig. Arthouse steht drauf, gut, hätte man sich vorher denken können. Ich war auch so ein bisschen skeptisch und misstrauisch. Dachte, ja, komm, guck's trotzdem rein. Ist ein total ruhiger Film, aber gut erzählt. Die sind da mitten im Dschungel, sieht gut aus. Beruht auf einer wahren Geschichte. Ist ja dann eigentlich genau wieder so das Zeug, was ich auch mir gerne anschaue. Die Frau fand den todlangweilig. Ich fand ihn akzeptabel, weil die Geschichte nett erzählt wurde. Die Gegend ist extrem gefährlich. Die Reise kann sie das Leben kosten, aber auch die Ehre ihrer Familie wiederherstellen. Niemand kehrt von dort zurück. Die Angst hat noch niemals unser Leben bestimmt. Ich fand's nicht schlecht. Naja, wollen wir es jetzt auch mal nicht überbewerten, aber war okay, ja. So, das nächste fehlt mir. Ich habe hier von der Serie ein paar Staffeln, da fehlt mir, glaube ich, auch die letzte noch. Aber den Film kenne ich, habe ich auch schon mehrfach gesehen, aber habe das blöde Ding hier nicht stehen gehabt. Jetzt habe ich mir den Fargo nach Hause geholt. Den Film von den Coen-Brüdern. Klasse. Fand ich schick, als ich den sah, dachte ich, sofort anstecken und mitnehmen. So, und den ersten Teil habe ich von dem folgenden Film auch schon hier stehen. Ich finde das Ding absolut abgedreht. Der hat mich so gut unterhalten. Der hat echt Spaß gemacht. Ich habe mir jetzt den zweiten Teil hier geholt. Kenne ich auch schon. Billy Bob Thornton ist Bad Santa 2. Das finde ich richtig cool. Das hat echt Spaß gemacht. Wie sehe ich aus? Naja, so wie ein Zwerg. Bereit für ein Gangbang mit Schneewittchen. Du brauchst eine Umarmung vom Ich brauch keine Scheißumarmung vom Weihnachtsmann. Fuck weg mit diesen Bildern in meinem Kopf. Sie haben monstermäßige Titten. Danke. Der macht Spaß. Der macht Spaß. Ja, gut, jetzt habe ich hier auch beide stehen. Alles klar. Ich glaube, Teil 1 ist gar nicht mehr so leicht zu kriegen mittlerweile. Aber gut, lohnen sich beide auf jeden Fall. Ja, dann war ich ja irgendwann durch mit der Börse und habe so auf den Wecker geguckt und der sagte, es ist noch früh. Da dachte ich, ja komm, dann fährst du noch am Flohmarkt. Hab dann quasi auf dem Rückweg, bin ich noch am Flohmarkt vorbeigefahren, bin dann nochmal drüber geschlendert, habe ich auch noch was entdeckt. Und zwar ein Film mit Jet Li. Flying Swords of Dragon Gate. Unglaublicher Titel. Aber gut, Jet Li, das war jetzt ausschlaggebend für mich, den Film mal mitzunehmen und so. Wenn der jetzt nicht so ein ganz übertriebener Flatterfilm ist, kann ich den auch noch gucken. Aber gut, das sind so Flohmarktklamotten. Ich finde sowas klasse, das auf solche Art und Weise dann günstig zu bekommen und ausprobieren zu können. Ja, das nächste ist für die Frau Drachenzähmen leicht gemacht. Eins, zwei, drei. Genau. Fertig aus. Ich habe noch nie einen davon gesehen. Ist das eine Bildungslücke? Ich weiß es nicht. Dachte der Frau, tust was Gutes, weil sie hat mir irgendwas erzählt hier von, wie heißt der Drache? Kein Zahn, ohne Zahn. Ich meine, wir haben ja schon kein Ohrhasen und zwei Ohrküken. Jetzt haben wir hier noch kein Zahndrachen.
wenn der so heißt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schreibt ja mal in die Kommentare. Ne? Ist eine Bildungslücke, wenn man das nicht gesehen hat. Irgendwie hat es mich da nie gepackt, mir das anzuschauen. Naja, gut. So, und dann haben wir noch einen entdeckt. Also ich, eine DVD. Ein Oliver Stone-Film. Nixon mit Anthony Hopkins. War ich auch überrascht. Ich muss da gestehen, ich habe von dem Film auch noch nichts gehört. Aber Nixon, das ist ja eigentlich eine Geschichte, die muss man sich ja angucken. Und dann auch ein Oliver Stone-Film. Gut. Die Grundgeschichte kennt man ja, ne? Aber wer weiß, was dann noch so kommt. Ja, das waren dann die drei Filmchen noch, die ich auf dem Flohmarkt gefunden habe. Die wollte ich jetzt nicht. Dafür macht man ja kein extra Video für drei Filme. Oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Einmal Filmbörse, einmal Flohmarkt. Jetzt fehlt mir die Filmbörse in Köln noch. Die möchte ich nochmal anfahren. Da muss ich mal schauen, wann die das nächste Mal stattfindet und ob ich dann Zeit habe, auch dahin zu fahren. Um mir das dann auch mal anzugucken. Ich glaube, dann sollte ich so die Dinger hier bei mir im Umkreis haben. Na? Filmbörse Neuss, Münster, Unna. Habe ich jetzt über ein Häkchen dran. Jetzt fehlt mir noch in Köln. Ich glaube, alles andere ist zu weit weg für mich. Ja, alles, was so hoch in den Norden geht, wo ja auch nicht allzu viel ist, oder in den Süden, das wird alles, das frisst zu viele Kilometer. Nee, da habe ich dann auch keine Lust drauf, da stundenlang wirklich im Auto zu sitzen. Aber okay, alles klar. Dann ja, bin ich tatsächlich durch. Dann wünsche ich euch nur das Beste und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann zusammen. Ciao. Bad Santa 2.